Ja, herzlich willkommen unter der Kuppel der European Public Sphere. Wir sind heute hier gemeinsam mit Fridays for Future und haben diese Kuppel, die sonst in ganz Europa unterwegs ist. Und in diesem Jahr ist es das erste Mal jetzt, weil wir absagen mussten einige Termine. Und wir sprechen hier immer in einer offenen Weise über gesellschaftlich relevante Fragen. Wir wollen mithelfen, eine europäische Öffentlichkeit aufzubauen. Und was Fridays for Future will, ist, glaube ich, jedem klar. Es geht um die große Herausforderung der ökologischen Wende und der ökologischen Krisen, denen zu begegnen. Und jetzt ist es auch so, dass Fridays for Future immer wieder auch Menschen hierher einlädt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das ist heute Ulrich Brandt von der Universität Wien. Und sie werden einen Einleitungsimpuls geben, auf den wir uns jetzt freuen. Und ich glaube, wir können gleich anfangen. Nur eins noch, wir haben diese zwei Mikrofone. Wir filmen diese Gespräche auch. Das ist eben auch die Idee von European Public Sphere, dass die Sache ein bisschen ausstrahlen kann in die größere europäische Sphäre. Und ja, also das ist eigentlich das, was zu sagen ist. Und dann später, wenn wir ins Gespräch kommen, wir haben zwei Mikrofone. Das heißt, jeder, der das Mikrofon hat, kann entweder sprechen oder es weitergeben. Und wenn das gut funktioniert, dann braucht man eigentlich gar nicht groß zu moderieren. Herr Brandt, bitte legen Sie los. Ja, hallo zusammen. Zum ersten Mal, dass ich mit so einer Maske spreche. Vielen Dank für die Einladung. Also einerseits hier für die Organisation der Kuppel und an die Fridays, um diesen Raum zu schaffen. Ich hatte mit Lena Schilling ausgemacht, ein paar Überlegungen zur Demokratie anzustellen. Ich will das so in 10, 12 Minuten, also ist jetzt hier kein umfassendes Referat, sondern eher ein paar einleitende Gedanken. Und meine Hauptthese wird sein, die ich dann ein bisschen entwickeln möchte, es reicht nicht in der aktuellen Situation nur zu sagen, wir brauchen mehr Demokratie, sondern welche Demokratie? Also die Frage ist, wie findet Demokratisierung statt? Welche Interessen sind dahinter? Das ist so ein bisschen die Grundidee, die wir heute nachher hoffentlich weiter diskutieren können. Wir sind in einer sehr sich zuspitzenden Konstellation, wirtschaftspolitisch, aber eben auch demokratiepolitisch. Das ist schon seit einiger Zeit so. Das ist jetzt nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Krise, aber jetzt natürlich mit dem Lockdown, mit der Intransparenz von Rettungspaketen, mit fehlenden Debatten um Pro und Contra im Parlament, soll es ökologische Auflagen geben bei Rettungspaketen und anderem, hat sich das nochmal zugespitzt. Und so wie schon in der Krise 2008, 2009 spricht einiges dafür, dass jetzt in diesen riesigen Rettungspaketen vor allem die ohnehin Starken, die ohnehin Vermögenden, die ohnehin mit den besseren Zugängen zur Politik in dieser transparenten Konstellation mehr bekommen. Und dass wie 2008, 2009 folgende die Krisenkosten, wann immer diese Krise vorbei ist, wir wissen ja gar nicht, ob irgendwann auch mal Corona vorbei ist, die Krisenkosten eher von der breiten Bevölkerung getragen werden. Also das, was wir als Austeritätspolitik, als Anpassungspolitik bezeichnen. Das wäre der erste Punkt, warum wir über Demokratie sprechen müssen. Der zweite Punkt ist, dass es nicht nur ein Oben und Unten ist, sondern dass die Demokratie, die liberale Demokratie, also die vorherrschende Demokratie, ja auch etwas absichert, was gerade in einem Land wie Österreich, ich arbeite ja zu internationaler Politik, viel zu Lateinamerika, durchaus ein Oben und Unten hat, was ich gerade gesagt habe, aber auch ein Nord-Süd, also eine internationale Dimension, und dass die Demokratie, so wie sie hier mit allen Defiziten gelebt wird, globale Verhältnisse festschreibt, wo es immer noch auch denen, die hier beherrscht werden, immer noch relativ besser geht unter Bedingungen von Demokratie. Das ist ein zweiter Gedanke, den ich entwickeln möchte. Und der dritte Gedanke, wenn wir die Klimakrise lösen wollen, geht das eben nicht auf eine autoritäre Art und Weise, sondern auf demokratische Art und Weise. Aber wie läuft das genau? Das ist so ganz kurz, was ich entwickeln möchte. Also die liberale Demokratie, ich will das gar nicht ausführen, wir können das nachher gern vertiefen, heißt sowas wie Volkssouveränität. Also die Bevölkerung gibt sich eigentlich über Repräsentationssysteme selber Gesetze. Es heißt eben die Herrschaft der Gesetze und nicht die Herrschaft von irgendwelchen Menschen, sondern eigentlich sollen die Gesetze herrschen. Das ist gerade, finde ich, sehr wichtig, weil wir ja denken, die Regierung kann machen, was sie will. Demokratie heißt eigentlich seit der Französischen Revolution die Bindung herrschender Interessen. Die Bindung von Macht
Eine Verfassung heißt, der Staat muss sich Regeln unterwerfen und muss gebunden werden. Das ist ein wichtiges Element von Demokratie, was gerade ausgehebelt wird, wenn man mal, oder droht ausgehebelt zu werden. Also was bedeutet heute Demokratie in dieser intransparenten Situation? Und Demokratie bedeutet immer auch eine funktionierende, kritische Öffentlichkeit. Message Control ist nicht demokratisch, kann gar nicht demokratisch sein, sondern der Staat, die Regierung müssen sich sozusagen rechtfertigen in einer kritischen Öffentlichkeit und da kommt einiges gerade unter die Räder. So viel noch zur Rahmung und jetzt einige, wirklich nur ein paar kurze Thesen für unsere Diskussion. Das erste wäre, wenn wir über die liberale Demokratie, also die herrschende Demokratie sprechen, das ist jetzt gar nichts Neues, sondern es ist eine alte Demokratiekritik, dann wird ja ein wichtiger Bereich, gerade wenn wir über Klimakrise, über ökologische Fragen nachdenken, systematisch undemokratisch gehalten. In modernen bürgerlichen Gesellschaften ist ein ganz zentraler Bereich nicht demokratisch und das ist die Wirtschaft. Das sind die Investoren, die entscheiden. Natürlich gibt es Arbeitsrechte und es gibt die Beteiligung von Gewerkschaften, aber im Grunde genommen, das kriegen wir jetzt in der Lufthansa-Diskussion mit, in der Auer-Diskussion, ist ein großer Teil unserer Gesellschaft, unseres Wohlstands undemokratisch organisiert. Und zwar notwendig, weil die Kapitalbesitzer das weitgehend entscheiden. Also da, und aber immer wieder Kämpfe, was sind die Rechte von Beschäftigten, wie kann sozusagen auch Kapitalmacht gebunden werden. Also, wer von Demokratie spricht, muss von Kapitalismus sprechen. Eben von einer Sphäre, von einer enorm großen Sphäre, die sehr systematisch, machtvoll organisiert ist. In Deutschland sagt man immer so schön, nicht Merkel gibt der Autoindustrie die Vorgaben, sondern die Autoindustrie gibt Merkel die Vorgaben. Merkel selber hat den Begriff der marktkonformen Demokratie geprägt. Ihr werden sie kennen. Die marktkonforme Demokratie heißt, irgendwie muss das halt weiterlaufen. Das wäre der erste Gedanke. Also wo ist die Wirtschaft? Die muss demokratisiert werden. Der zweite Gedanke, nochmal in Anlehnung an diese internationale Dimension. Die Demokratie heute ist weitgehend im Nationalstaat organisiert. Selbst in der EU haben wir schon Riesenprobleme. Die EU ist aber am ehesten noch eine Ausnahme mit dem EU-Parlament. Aber international gibt es keine Demokratie. Aber die Entscheidungen, die Investitionsentscheidungen, die Konsumentscheidungen, die Produktionsentscheidungen, die hier getroffen werden, haben natürlich enorme Auswirkungen. Also eine große Herausforderung, das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun, eine große Herausforderung ist immer, wie kann die Demokratie jenseits von Nationalstaat gedacht werden? Ich lasse diesen Gedanken einfach mal offen und will ihn genannt haben, weil damit wir sozusagen das Terrain ein bisschen öffnen. Der dritte Gedanke wird in der Politikwissenschaft seit vielen Jahren als sogenannte Carbon Democracy, als Kohlenstoffdemokratie diskutiert. Und zwar mit folgendem Gedanken, der für uns, ich sag mal für die kritische Umweltforschung und für Fridays for Future und andere total wichtig ist. Das, was die Klimakrise verursacht, das ist das Argument des Begründers dieses Begriffs, Timothy Mitchell, das, was die Klimakrise verursacht, nämlich der hohe Umsatz an Ressourcen, die hohen Emissionen, hat erstmal vielen Menschen materielle Teilhabe, soziale Demokratie ermöglicht. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Dass Menschen, Demokratie heißt ja nicht nur politische Demokratie, ich kann wählen und ich kann mich äußern. Demokratie bedeutet ja gute Lebensverhältnisse. Und unter Bedingungen von fossilem Kapitalismus, von Ressourcenextraktivismus, bedeutet historisch, und da müssen wir eben ganz neu denken, historisch, die Verbesserung der Lebensmöglichkeiten, die Verbesserung der materiellen Teilhabe war zu Lasten der Natur. Das, was jetzt eben wir als Klimakrise erleben, das ist der dritte Gedanke der Carbon Democracy. Also wie kommen wir aus der Kohlenstoffdemokratie heraus? Wie können wir die Beteiligung halten, die materielle Beteiligung, das Wohlstandsmodell, das gute Leben, aber eben nicht mehr zur Zerstörung, unter Bedingungen der Zerstörung. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel. Ich will nur so ein paar Flashlights und ihr sagt dann, Sie sagen dann, was Sie weiter diskutieren wollen. Der vierte Gedanke ist so seit 15 Jahren jetzt breit diskutiert. Ihr werdet den Begriff schon gehört haben, von Colin Crouch, einem britischen Politikwissenschaftler, eingeführt. Der Begriff der Postdemokratie. Postdemokratie für Crouch bedeutet, der hat es so Anfang 2000 veröffentlicht, eigentlich finden die demokratischen Prozesse weiter statt. Ja? Wir haben Wahlen, wir haben Debatten im Parlament, wir haben auch einigermaßen noch kritische Öffentlichkeit trotz Message Control. Aber die zentralen Parameter unserer Gesellschaft stehen gar nicht mehr zur Debatte.
Und Crouch argumentiert, und das ist hochaktuell, finde ich, die zentralen Parameter sind Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand mehr oder weniger zu jedem Preis. Trotz Fridays for Future, trotz Klimakrise ist das Argument. Keiner mehr im Parlament, selbst die Grünen nicht, ja? Auch die Grünen stellen das Wirtschaftswachstum nicht in Frage und die Wettbewerbsfähigkeit. Und das irgendwie für eine grüne Ökonomie in Österreich, die metallischen Ressourcen dann aus Lateinamerika oder Afrika kommen. Also die Grundthese ist nicht die illiberale Demokratie von Orbán, sondern eine liberale Demokratie, die aber nicht nur an die Wirtschaft nicht mehr drankommt, sondern auch an die entscheidende gesellschaftliche Orientierung, die ja jetzt von Fridays for Future politisiert werden. Und wir machen über Pfingsten online eine Degrowth-Konferenz, eine Postwachstumskonferenz, die hätte eigentlich in der Uni stattfinden sollen. Jetzt haben wir sie natürlich auch ins Netz verlegt. Und das Argument ist von Crouch, die demokratischen Verfahren laufen leer, weil sie an die zentralen Punkte, die man eigentlich verändern müsste, Wachstum, 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 Wettbewerbsfähigkeit um jeden Preis, ausläuft. Parlamente werden nur noch zu Akklamationsmaschinen. Ja? Die Regierungen entscheiden weitgehend und jetzt in der Krise ist ja besonders offensichtlich, wie die Parlamente nur noch akklamieren. Das wäre der vierte Gedanke, also der vierte Input ist jetzt übertrieben, aber die vierte Anregung. Und die letzte Anregung, da komme ich nochmal auf diese internationale Demokratie zurück, ist, dass die Forschung zeigt, nicht nur wir bräuchten internationale Demokratie, sondern im Gegenteil, was im neoliberalen Globalisierungsprozess gelaufen ist, mit der Welthandelsorganisation, mit dem Lissabon-Vertrag der EU und anderem, ist eine Festschreibung internationaler Regeln, die die Demokratie verunmöglichen. Also der Druck von außen, ne, die EU-Verfassung ist eine, die sagt, es geht um Freihandel, es geht um die Absicherung von Kapitalmacht, die darf nicht in Frage gestellt werden. Die internationalen Regelwerke der Welthandelsorganisation schreiben systematisch fehlende Demokratie fest. Das muss man sich mal klar machen. Also nicht, da fehlt uns nur was auf der internationalen Ebene, sondern die herrschenden Regelwerke sind systematisch gegen demokratische Entscheidungen. Das haben wir dramatisch mitbekommen bei der Politik gegen Griechenland, also die Syriza-Regierung, die eine Alternative gesucht hat und reingepfiffen wird von der Troika, von der EU-Kommission, von den starken Ländern und anderes. So viel ein paar Überlegungen und ich will nur einen Gedanken abschließen, weil wir wollen ja auch wahrscheinlich über Alternativen diskutieren. Mein Punkt wäre also, ich schließe wieder an meinen ersten Gedanken an, also es ist immer die Frage der Demokratie, dass wir an einem Land wie Österreich, aber auch jenseits, auch über die Bedingungen von Demokratie sprechen. Also über die Bedingungen, wie Menschen auch, also die Bevölkerung wieder selber beispielsweise kompetent teilhaben kann, wie sie sich nicht entmündigt fühlt, wie sie sich nicht lächerlich gemacht fühlt. Also ich würde mal sagen, eine demokratische Kultur, es ist eben nicht nur Demokratie, ist nicht nur ein Entscheidungsprozess, sondern es braucht eine demokratische Kultur, es braucht eine kritische Öffentlichkeit, es braucht Parteien, die sich überhaupt diesen Zukunftsfragen öffnen. Ja, das ist man schnell bei der Frustration über die Grünen und anderes, weil sie genau diesen Weg, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Austria first und sowas mitmachen. Ja, soweit vielleicht als erste Überlegung und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Wir machen ja normalerweise in dieser Kuppel auch immer so eine erste Runde. Jetzt war das so, dass wir ja einen thematischen Input bekommen haben. Trotzdem würde ich sagen, soll jeder Mensch hier die Möglichkeit haben, auch mal was dazuzustellen auch noch. Also nicht nur quasi die Bezugnahme, die ist natürlich auch wichtig, aber auch insgesamt die Bezugnahme untereinander. Und deshalb möchte ich trotzdem gerne gleich mal die Runde ganz öffnen. Und auch noch ja, die Frage stellen, was überhaupt zu dem Thema, also einerseits die Bezugnahmen zu Ihrem Input, aber andererseits auch die Frage, wir haben ja auch gesagt, den Wandel sozusagen demokratisch zu gestalten. Also ich meine, es ist eben auch wirklich eine grundsätzliche Frage, wenn wir diese großen Weichenstellungen, die ja möglicherweise auf uns zukommen und ich meine eben auf uns zukommen müssen, weil wir ja diese Herausforderung haben, und wir haben heute bei dem vorherigen Dome Talk das Bild von Margaret Thatcher gehabt, There is no alternative, das sie auf die Marktwirtschaft bezogen hat. Und heute können wir sagen, die neue Alternativlosigkeit ist, unsere Lebensgrundlagen zu retten. Und diese großen, ja,
Lebensaufgaben, die wir vielleicht für das ganze 21. Jahrhundert jetzt mal vor uns haben, die Weichen in vielerlei Hinsicht neu zu stellen. Schaffen wir das sozusagen demokratisch? Ist es vielleicht überhaupt nur demokratisch möglich? Droht möglicherweise ein Klimaautokratismus, sage ich jetzt mal dazu, oder ja, ist für eine wirklich gesellschaftlich relevante Frage, sind diese demokratischen Gesichtspunkte notwendig? Und da in diesem Sinne mit Ihren Impulsen würde ich gerne die Runde öffnen und ich gebe einfach mal dir das Mikrofon und dann gehen wir mal so durch. Genau. Ja, also was mich vor allem beschäftigt bei dem Thema ist eigentlich, also ich studiere Philosophie und ich finde es halt sehr spannend, auch die Frage so, was quasi Demokratie darf oder was darf der Staat, der demokratisch gewählt wurde, weil es halt unvorhergesehene Situationen gibt, zum Beispiel Corona, und welche Berechtigung es dann eigentlich geben kann und darf. Und wozu wir den Staat wollen und wozu wir unser System wollen. Also das finde ich sehr spannend und ich finde es auch dann gerade auch dieses Globale, also Klimagerechtigkeit und so, liegt mir halt sehr am Herzen und das ist dann wieder so scheitert da Demokratie einfach, weil nur weil wir jetzt in Europa sagen, wuh, so cool, wir können alle mitbestimmen, heißt das nicht, dass auf der Welt alle mitbestimmen. Und wenn sich eine Elite ausmacht, dass sie so super sind und gegenseitig vermittelt, dass sie so toll sind und so ein gutes System haben und alle mitbestimmen, ist es immer noch die Elite. Und voll, also für mich ist immer stärker wird so die Frage und ich weiß einfach keine gute Alternative, so was kann Demokratie überhaupt und wo scheitert sie einfach komplett und wie können wir das Ganze eben demokratisch auch schaffen zusammen, nämlich auch eben global, dass es gerecht bleibt und dass wir nicht uns gegenseitig eben sagen, dass wir so toll sind, weil wir so demokratisch sind. Also da weiß ich selbst noch keine Antwort drauf, also ich finde es einfach mega schwer. Ich tue mir gerade schwer, einen konkreten Gedanken reinzuwerfen. Ich habe mehrere, also einerseits habe ich so die Assoziation von Rob Hopkins, der immer wieder sagt, also Gründer des Transition Networks oder der Transition Towns, der immer wieder sagt, wir brauchen nicht diesen Rückblick oder die Analyse, was jetzt alles scheiße ist, das wissen wir schon, sondern wir brauchen positive Visionen, wo wir hinwollen. Und dass diese Gedanken sozusagen eine Veränderung herbeiführen. Weil wenn ich eine Vision habe, wie es sein könnte, dann habe ich einen Antrieb, dahin zu kommen und dann weiß ich irgendwie, was von was ich träume oder was irgendwie mein Herz berührt oder ja. Und den anderen Gedanken, den ich habe, ist, dass ich es manchmal durchaus sinnvoll finde, eben verbindliche Regeln zu haben und auch jemanden zu haben, der gewisse Dinge koordiniert. Also es ist, finde ich, dann wichtig eben, dass das demokratisch legitimiert ist. Aber da, finde ich, hast du sehr gut gesagt, so wer sind überhaupt die Leute, die das demokratisch legitimieren? Und was ich auch erlebt habe, ist, dass wirklich ganz demokratische Prozesse in kleinen Gruppen, wo wirklich alle mitsprechen, halt auch sehr viel Zeit brauchen. Und wenn wir immer wieder gesagt bekommen, oh, wir haben nur noch 8 Jahre, um das rumzureißen, ist halt, stellt sich für mich auch die Frage, wie soll das demokratisch überhaupt möglich sein, dass dann tatsächlich alle beteiligt werden? Genau. Ja, ich muss, glaube ich, auch noch mal du musst das drunter halten. Ah, ich muss auch... Oh, so. Ich muss auch ein bisschen meine Gedanken sammeln. Also ich finde es sehr spannend, auch die Debatte um die Carbon Democracy, sozusagen wie sehr haben wir eigentlich auch diese Demokratie auf sozusagen eigentlich einer ungerechten Ausbeutung der Natur aufgebaut, beziehungsweise wie das dann im Globalen auch gerecht, wenn man sagt, man will ja sozusagen Demokratie ausbauen im globalen Sinne. Aber ich denke mir, wahrscheinlich ist ja, jetzt muss man sich auch die Frage stellen, ob jetzt dieser Überfluss, in dem wir leben, ob der jetzt wirklich eigentlich dazu beigetragen haben, dass es sozusagen jetzt diese liberale Demokratie gibt oder ob es nicht sozusagen in einem suffizienteren Leben, aber auch sogar mehr Demokratie drin sein könnte. Also ich finde, ja, beziehungsweise, wenn man sich hier ansieht, ist ja, wenn man sozusagen von der Donut Economy spricht, ist ja wirklich nur ein ganz geringer Teil, also der globalen Emissionen, der darauf aufgebraucht werden müsste, um jetzt sozusagen
ärmere Länder sozusagen ein bisschen hochzuheben über dieses soziale, diese sozusagen dieses soziale Plafond, also sagen, ja. Und dann, ja, ich finde es auch gerade im Sinne von Corona sehr, ja, einfach, was wir gerade erlebt haben, sozusagen jetzt ein Lockdown, sozusagen sehr klare Verbote und sehr klare Maßnahmen vom Staat sozusagen, wo man natürlich viel diskutieren kann, was sozusagen, was hätte man besser machen können, was hätte man sozusagen anders kommunizieren können etc. Aber im Prinzip denke ich ja, dass es war ja nötig, dass jetzt sozusagen durchgegriffen wird und etwas gemacht wird. Und ja, sozusagen wie man das aber auch wirklich demokratisch vereinbaren kann, wenn solche Krisensituationen eben entstehen. Und wie sozusagen, ja, was auch so ein bisschen zurückgeht auf diese, wie sozusagen aber auch verhindert werden kann, dass man nur autoritär auf die Klimakrise reagieren kann, weil irgendwann einmal muss halt schnell was passieren. Genau. Ja, also für mich stellen sich da irgendwie unglaublich viele Fragezeichen. Ich beschäftige mich schon eben länger damit, wie kann eine Alternative ausschauen, und die Vision ist auch schon ganz oft angesprochen worden. Und ich war auch ganz lange der Überzeugung, ja, wenn wir dann eine perfekte Vision haben, dann wissen wir auch, wie wir da hinkommen. Aber ja, ich bin da in letzter Zeit eher wieder so ein bisschen davon abgekommen und frage mich, also die Gedanken oder die Fragen, die ich gern diskutiert sehen wollen würde, sind auf jeden Fall, okay, was müssen wir tun? Wie kommen wir dahin, wo auch immer das ist? Und wer sind wir überhaupt? Also wer spricht und wer sind wir vielleicht als Bewegung? Wer sind wir als Österreicherinnen und Österreicher? Wer sind wir als Europäerinnen? Wer sind wir aber auch einfach als Menschen? Und genau, regional, global. Ich habe überhaupt ganz, ganz wenig Antworten, aber immer viel, viel mehr Fragen. Ich freue mich schon. Vielleicht, wenn auch von draußen jemand noch, wir müssen ja Abstand halten, deshalb haben wir hier die Schilderstimmen noch zwischen uns. Also man kann auch einfach in die Kuppel reinsprechen von außen. Sonst mach du. Ja, es war jetzt gerade die Frage, wie setzen wir die Visionen um, die wir möglicherweise haben. Und darstellen ist für mich einfach ja, ich traue mich zu sagen, die Antwort, dass wir unsere demokratischen Verhältnisse mal verändern oder erweitern, weil die Demokratie stellt einfach die Grundlagen für das, wie wir wirtschaftlich handeln, wie wir finanztechnisch handeln, wie wir in der Kultur Möglichkeiten haben, wie wir Menschenrechte überhaupt zur Verfügung haben, was noch in vielen Teilen der Welt nicht so selbstverständlich ist wie hier in Europa. Und da ist einfach die Frage der Ausgestaltung der Demokratie, die ja ein Problem aufweist, dass in den meisten Ländern das Recht eben nicht vom Volk ausgeht, also direkt, sondern über Vertretung, über Parlamentarismus, also Menschen, die wir wählen, die das hauptberuflich machen. Da ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, nur wenn es quasi allein dabei bleibt und wie schon vorhin im Eingangsstatement gesagt wurde, dass da in meinen Worten jetzt der Gestaltungsspielraum sehr eng ist durch die wirtschaftlichen und Finanzherrschaft und Zwänge, die da herrschen. Da ist dann einfach die Frage, dass das Recht wirklich vom Volk ausgeht kann oder von den Rechtsgemeinschaften, wenn man auf europäischer Ebene denkt, dass das Initiativrecht mit dem Abstimmungsrecht verbunden wird. Also in Österreich haben wir das Volksbegehren. Es wird jetzt ein Klimavolksbegehren Ende Juni stattfinden. Aber das landet, das wissen wir zwar noch nicht, aber möglicherweise, ja, es wird darüber geredet werden.
aber es hat überhaupt keinen bindenden Charakter. Also es kann nicht auf das hinauslaufen. Und da den Link herzustellen, das ist, dass man das Initiativrecht mit dem Abstimmungsrecht mit gewissen Quoren, Unterstützungsquoren, verschiedene Qualitäten, wie das gemacht werden kann, das können wir vielleicht noch länger ausführen. Das ist da meiner Ansicht nach der zentrale Punkt, und das auch auf europäischer Ebene auszubauen, wäre sehr wichtig, weil es gibt quasi die Europäische Bürgerinitiative, das ist quasi ein starkes Petitionsrecht, aber über das hinaus geht es nicht. Da gibt es zum Beispiel auch von der Organisation Mehr Demokratie in Deutschland einen Vorschlag, dass man auch Gesetze auf europäischer Ebene verändern kann, aus der Mitte der europäischen Rechtsgemeinschaften, dass es da die Mehrheit der Stimmen und eine gewisse Mehrheit, zwei Drittel, drei Viertel Mehrheit, das muss man im Detail halt dann ausgestalten, dass es in diesem Kontinent und dass dieser Kontinent zum Beispiel, wenn eine gescheite Idee ist, sich ergibt, gescheite Ideen, das wäre immer so die Frage der Energieformel, der demokratischen Energieformel. Also T mal N ist gleich E, also dass die Theorie oder die Vision mal die Anzahl der Menschen, N, eine gewisse Energie ergibt. Das auf das hinaus. Es muss aber natürlich, wenn man was verändern will, auch gescheite Ideen geben. Weil nur quasi idealistische Vorhaben allein, das reicht nicht. Und sich dafür einzusetzen, dass quasi die Rechtsgemeinschaften überhaupt in die Möglichkeit kommen, auf europäischer Ebene, und dass quasi, dass das Europa als Musterbeispiel auftreten könnte. Weil es ist der einzige Raum, wo es einige demokratische Instrumente schon gibt und das auch verfassungsmäßig am weitesten fortgeschritten ist, kontinental gesehen. Ja, ich bin auch überzeugt, dass demokratische Reformen, dass mehr partizipatorische Demokratie der Schlüssel für viele der Dinge sind, die zum Beispiel im Klima-Corona-Deal gefordert werden, die Fridays for Future sonst fordert. Also ich denke, dass ganz viele dieser Dinge auch breite Unterstützung in der Bevölkerung haben, und wenn es eine faire öffentliche Debatte zu diesen Themen gibt, dass sehr viele Dinge durchsetzbar wären, die in der derzeitigen Situation, wo viele Verhandlungen eben hinter verschlossenen Türen passieren, so keine Chance haben, durchgesetzt zu werden. Also ich denke, eine wesentliche Sache, für die ich mich persönlich einsetzen will, die ich für sinnvoll halte, ist eben solche demokratische Reformen, die dann alle möglichen anderen Transformationen der Gesellschaft möglich machen. Und ich denke, das würde dann auch bedeuten, dass sich die wirtschaftliche Sphäre ändert, also dass auch noch andere Bereiche, die momentan von demokratischen Bereichen ausgeschlossen sind, davon betroffen sind, dass sich da auch etwas ändert. Ja, okay. Ja, jetzt der Julian filmt ja. Aber ich übernehme jetzt mal deine Kamera, oder du wolltest auch noch was sagen, ja? Ich hätte nur eine ganz kurze Anregung auch noch. Mich würde es interessieren, inwiefern brauchen wir eigentlich Parteien? Das Thema beschäftigt mich jetzt schon länger, und ich möchte auch gerne da nur ein bisschen was dazu hören. Ja, wie gesagt, Julian, ich übernehme die Kamera mal, weil wir haben ja schon von der Europäischen Bürgerinitiative bleib sitzen. Okay. Wir haben ja von der Europäischen Bürgerinitiative gesprochen, und Fridays for Future hat ja auch eine gestartet. Von der hat man noch nicht viel gehört. Die ist im Corona-Zustand ein bisschen untergegangen, aber du bist ja da in der Arbeitsgruppe, glaube ich, dabei. Gell? Ja, genau. Wir arbeiten auf einer europäischen Ebene an diesem ECI, also Europäische Bürgerinitiative, oder halt European Citizen Initiative auf Englisch. Und die umfasst halt vier Grundziele. Das erste Grundziel ist in zwei Subziele gegliedert. Ein Ziel ist bis 2030 minus 80% der CO2-Emissionen in der EU, bis 2035 auf netto null zu kommen, dass es einen Emissionshandel gibt, der an der EU-Außengrenze stattfindet. Das heißt, dass wir wirklich sozusagen
Das ist eine gewisse andere Art von CO2-Steuer sozusagen dann. Dann, dass kein Handelsabkommen mehr unterzeichnet wird mit irgendeinem Land, das sich nicht an das 1,5-Grad-Ziel haltet und dass an alle Länder Bildungsmaterial bezüglich der Klimakrise verteilt werden. Also das sind unsere vier Forderungen. Und wir brauchen halt noch 1 Million Stimmen bis zum 22. September und bis jetzt haben wir erst 50.000 Stimmen. Das heißt, wir brauchen jede Stimme und das ist echt wichtig. Das Ganze findet man auf eci.friesoffuture.org und dort braucht man einfach nur Adresse, Name und Passnummer. Passnummer braucht man leider, damit man es in Österreich unterschreiben kann. Wenn man Deutscher ist oder Deutsche, hat man es um einiges einfacher, weil dann braucht man einfach nur Adresse, Namen und fertig. Danke. Dann machen wir sonst kriegen wir die Verwicklung. Ah. Gib's mal in die andere Richtung wieder zurück und ich gebe dir wieder die Kamera. Ja, danke für die Einladung. Ich finde, bevor man über Demokratie oder verschiedene Möglichkeiten von demokratischen Varianten spricht, soll man zuerst unsere Verfassung anschauen und die Frage stellen, wer kennt unsere Verfassung überhaupt? Ja, was steht drinnen? Was können wir mit unseren Verfassungen überhaupt tun? Das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung. Ich habe mich ein bisschen gewundert, als damals die Regierung zur Ibiza-Geschichte gekommen ist, wo plötzlich viele so ganz begeistert waren, Bundespräsident, unsere schöne Verfassung. Da steht ja ganz oben, was man eigentlich tun muss, wenn das und das passiert. Was ich damit sagen will, mein Eindruck ist, dass man einerseits von Demokratie spricht, also nicht alle, aber viele, oder nicht reden über Demokratie und gar nichts wissen, welche Möglichkeiten wir als Bürger und Bürgerinnen jetzt bei uns haben. Wir haben 5 Parteien aktuell. Also die alte Regierung Schwarz-Blau haben zumindest in ihrem Papier eingeschrieben, Ende 2023, glaube ich, soll eine Mitbestimmung kommen bei den Volksbegehren ab 900.000 Unterschriften. Nicht? Also ganz schwach formuliert. Im Papier kommt gelandet, jetzt haben wir eine grün-schwarze Regierung, da steht kein einziges Wort von irgendeiner Mitbestimmung. Also mein Eindruck ist, dass die Elite oder du hast gemeint, was brauchen wir Parteien, gar nichts von mehr Mitbestimmung wollen, aus einem bestimmten Grund. Ja, desto mehr wir als Bürger und Bürgerinnen, in welcher Form auch immer, mitbestimmen dürfen, haben sie natürlich weniger Macht. Ja, und es geht natürlich um Transparenz und es geht um die Controlling. Ganz ein wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt von Europäischer Union reden, ja, oder man spricht von Europäischer Union, wir sind Europäische Union, das heißt, wenn wir da sitzen, sind wir Europa und Europäische Union. Viele verstehen es nicht. Viele glauben, die Europäische Union sitzt irgendwo in Brüssel. Und wir haben 27 egoistischen Einzelstaaten, wo unser EU-Parlament von einem einzelnen EU-Staat blockiert werden kann, aufgrund von Verträgen, bei wichtigen Themen, zum Beispiel Flüchtlinge. Ja. Was ich denke, allein schon ein Beispiel, was man mit Menschen auf der Flucht macht, also Ursachen bekämpfen vor Ort, das weiß man, wird auch nicht gemacht, aber dass die Menschen mit Zäunen, mit Stacheldraht nach dem Zweiten Weltkrieg abgewehrt werden. Ja. Ich will nicht Asyl jetzt mit Migration und mit anderen Dingen vermischen, dass wir heute, das mein Eindruck ist, ohne dass ich einen Topf schmeiße, sagen, das ist die neue Normalität. Ja. Das, was der Kurz mit Flüchtlingen gemacht hat und macht, macht er mit dem Virus, mit Routen schließen. Ja? Nicht weitergehen, zu Hause bleiben und. Das ist nur ein bisschen eine andere Form. Und da hat ja jeder oder viel Angst, um Gottes Willen, ja, ich werde sterben, ich werde krank. Ja? Also dieser Egoismus, ein bisschen Egoismus soll man haben, dann wird alles vergessen. Und mit dieser Corona-Krise wurde mehr oder weniger künstlich herbeigerufen. Man kann auch Länder vergleichen, zum Beispiel Schweden. Ja, ich will nicht über mehr Toten oder weniger Toten diskutieren, das ist schon zynisch. Ja, aber die haben zumindest in ihren Möglichkeiten Demokratie nicht eingeschränkt. Ja. Und diese ganze Krise mit Finanzkrise oder Viruskrise oder Flüchtlingskrise zeigt, dass wir gemeinsam diese Europäische Union als Solidarität nicht haben. Es steht im EU-Vertrag Solidarität zwischen Einzelstaaten. Ja? Solidarität heißt, wir überweisen Geld nach Brüssel, Nettozahler. Dieses Geld geht, ich habe nichts gegen Geld verteilt, geht zum Beispiel nach Ungarn, ca. 5, 6, 7 Milliarden Euro netto, das der Ungarn bekommt. Aber Menschenrechte, Menschen aufzunehmen, nichts ist. Ja? Und vielleicht zum Schluss ein Satz, was der Kurz
gemeint hat, was die Ungarn betrifft, mit der Aushebelung vom Parlament teilweise, hat gesagt, naja, ich habe dafür jetzt keine Zeit, damit auseinanderzusetzen. Das sind ganz gefährliche Zeichen, ja, von Demokratie in Anführungszeichen, was wir haben. Und ich werde mich freuen für jede Variante, die Demokratie verbessert, in welche Richtung auch immer. Ich hätte jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, diese Volksbegehren beispielsweise, verpflichtende Abstimmungen zustande kommen von Auseinandersetzen mit Parlamentariern auf Augenhöhe, was die Bürger und Bürgerinnen, sie können genau das beschließen, was unser Parlament auch beschließen kann. Ne? Also auf jeden Fall wünsche ich alles Gute noch diese Runde. Eh so ganz, ganz gierig auf Mikrofon, bitte sehr. Du danke. Wolltest noch was sagen und wo ist die Karte? Ich wollte noch was ganz Kurzes sagen. Wir haben halt in Österreich eine Stellvertreterdemokratie. Und das hat Nachteile, aber das hat auch Vorteile. Und also ein Vorteil ist halt, ein theoretischer Vorteil, dass die Leute, die Politik machen, das vom Berufswegen machen und deswegen idealerweise eine gewisse Qualifikation, eine gewisse Beschäftigung mit den Themen haben müssen, über die sie abstimmen. Und bei Volksabstimmungen ist das nicht vorausgesetzt und das stimmt, also da, wie soll ich sagen, da stimmen halt viele Leute ab, die sich vielleicht mit dem Thema nicht so beschäftigt haben und das hat, ja, kann Vorteile haben, das System, aber ich halte das nicht für eine Sache, die wir jetzt so instant übernehmen sollten. Siehe Brexit, kann das ziemlich, ziemlich schief gehen. Das wollte ich sagen und ja, mehr muss auch nicht sein. Kathi? Ich wollte auch noch so einen Gedanken von außen in die Runde einwerfen und zwar habe ich mir heute in der Früh gedacht, hey, warum bin ich so motiviert herzukommen? Und für mich hatte das einen Gedanken eben hervorgebracht, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ich fühle mich hier tatsächlich eben nicht nur vertreten durch eine Regierung, durch eine Partei, die ich gewählt habe, weil ich überzeugt bin davon, dass das irgendwie so ein Stück weit der Weg ist, den ich glaube, dass der gut ist für Österreich und für eine Gesellschaft. Und deswegen fand ich es so spannend, wie ihr auch schon gesagt habt, im Wesentlichen geht es darum, ich habe ein Verständnis von mir als Person und von mir als Bürgerin und irgendwie so ein Stück weit auch als Europäerin. Und je nachdem kommt halt einfach auch eine gewisse Art von Rahmen, den ich gestalten kann, darf, und einen, der mir aber eben auch verwehrt bleibt aus diversen Gründen, weil eben wir eine bestimmte Form der Demokratie einfach auch haben zutage. Und ich finde das hier so spannend, eben weil es für mich ein Stück weit einen Rahmen schafft, so kam mir der Gedanke zumindest in der Früh, der darüber hinausgeht, eben was ich gewählt habe, was ich auch mit Volksbegehren in deren Art und Weise irgendwie mitbestimmen kann. Und ich finde, das ist insofern einfach wesentlich, weil ich oft das Gefühl habe, dass es so ein paar bestimmte Informationshürden gibt, die ich zumindest in meinem Lebensalltag schon auch wahrnehme. Also dass es eben Leute, die sich viel beschäftigen mit einer Demokratie oder mit der Art und Weise, wie unser Staat eben aufgebaut ist, dass das eine geringere Anzahl ist. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es ein Stück weit eben durch die Art und Weise, wie die Themen aufbereitet werden, dass vielleicht nicht so viele Medien darauf abzielen, dass oder die Schule einen nicht so viel darauf vorbereitet, was es wirklich heißt, eben eine Bürgerin zu sein und was ich da eben für Rechte und vielleicht auch Pflichten der Information gegenüber dann halt mitbekomme, was für Chancen ich eigentlich mitbekomme. Und ich habe oft das Gefühl, würden wir da ein bisschen mehr drüber reden und uns auch eben austauschen über zum Beispiel so unglaublich tolle, sogar europaweit gehende Sachen, wo ich einfach nur meine Passnummer eintragen muss, mich registrieren lassen kann und so einen gewaltigen Prozess eigentlich in Gang bringen könnte. Also etwas sehr Tolles und Motivierendes, meiner Meinung nach. So habe ich oft eben das Gefühl, dass es dann an einer Art von Information einfach scheitert. An einem im Alltag nicht zur Sprache kommen. Genau, das war so mein Punkt dazu. Ja, du wolltest noch was sagen und dann würde ich mal Ihnen wieder das Wort geben. Ich würde auch noch mal gerne was. Ja. Ja, ich wollte noch eine Frage stellen, die vielleicht noch früher ansetzt, weil immer wieder jetzt gesagt wurde, ja, wir müssen
Volksbegehren ändern oder wir müssen demokratischer werden. Da stellt sich für mich die Frage, und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, wer entscheidet denn, wie dann dieser demokratische Prozess gestaltet wird? Also auch wer hat sozusagen da dann die Beteiligung, darüber zu bestimmen, wie dann diese Prozesse ausschauen? Und da finde ich es ein bisschen schwierig und da hake ich ein bisschen auch bei dem ein, was du gesagt hast. Ich glaube, dass da eben nach wie vor, und ich glaube auch, dass wir, die wir hier sitzen, ein gewisses Privileg haben, dass wir hier sitzen können und dass wir uns überhaupt beteiligen können und dass da erstens keine Chancengleichheit besteht und dass auch unsere Bildung überhaupt nicht darauf ansetzt, dass wir uns überhaupt diesen Raum nehmen dürfen, unsere Stimme zu erheben oder irgendwie zu sagen, ich würde das gern anders haben oder so. Und ich glaube, das muss man immer mitbedenken und ich finde es ganz gefährlich zu sagen, ja, wir ändern einfach die Prozesse und wir haben alle Lösungen schon. Ja, weil ich glaube, dass ganz viele Leute eben die Informationen nicht haben und vielleicht sich gar nicht im Klaren sind, was für Auswirkungen das haben. Und ich finde, da war das Brexit-Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür. Genau. Willst du noch? Und dann gebe ich Ihnen gleich mal das Mikro. Eine Sache, die ich schon sehe mit der Stellvertreterdemokratie, die wir gerade haben, ist, dass unsere Demokratie halt irre institutionalisiert ist. Also es kann zwar jeder sich als Bundeskanzlerkandidat oder Kanzlerinkandidat aufstellen, aber es gibt dann nur einen, der wirklich Bundeskanzler, Bundeskanzlerin werden kann. Und dementsprechend ist es sozusagen eine limitierte Volksherrschaft, weil ich bin eigentlich, wenn ich die Wahl nicht gewinne, gezwungen, jemand anderem meine Stimme zu geben. Und auf diese Weise sind wir auch gezwungen und gewohnt, unsere Verantwortung abzugeben. Weil wir können gar nicht die Gesetze beschließen, außer wir sind Teil dieser sehr, sehr privilegierten Gruppe, die sich hat aufstellen können und wählen lassen können. Und dementsprechend ist es sehr schwer, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Anliegen, das nicht gehört wird, mit dem werde ich jetzt nicht in die Regierung kommen. Oder lange Zeit war es so, dass man zum Beispiel jetzt gerade mit Umweltthemen nicht in die Regierung hat kommen können. Und dann habe ich auch gar keine Möglichkeit, da zu Wort zu kommen. Und ich glaube, viele bei Fridays, oder ich zumindest, verzweifle ein bisschen so dran, dass die Leute sagen, ja, es gibt was zu tun, aber dann tut es keiner. Und das ist halt auch im System so angelegt, dass wir gar nicht aufgefordert sind, was zu tun, wenn wir nicht Legitimation haben. Aber die zu bekommen ist halt, wie du schön eigentlich gesagt hast, aus ganz, ganz vielen Gründen für alle, wie soll ich sagen, für alle theoretisch möglich, aber nur für ganz wenige dann auch wirklich konkret möglich. Ja, das ist ja total spannend. Ich bin sehr angetan. Ich will nur ein paar Ergänzungen sagen, weil das ist so viel gefallen. Erstmal zum Stellenwert der Veranstaltung. So habe ich die Einladung verstanden. Natürlich, wir können auch über Visionen oder sollen auch über Visionen sprechen. So habe ich aber nicht dieses Thema verstanden, sondern erstmal zu begreifen, unter welchen Verhältnissen wir leben, wo es auch Widersprüche gibt, Spannungen. Und ich würde sagen, wenn wir über Demokratie sprechen, sprechen wir auch, nicht nur, aber auch, über die Bedingungen von Veränderung. Zu welchen Bedingungen wird eine Veränderung stattfinden? Ich habe gerade ein Buch abgeschlossen, es kommt Anfang Juni raus. Und ich mache mir nochmal Gedanken, gibt es einen grünen Kapitalismus? Also es gibt ja Teile der Eliten, oder wie wir sie auch immer nennen, ja, die haben schon kapiert, dass es eine Klimakrise gibt und wollen aber ein Business draus machen. Also nicht es ist ja nicht nur fossile Energie, es gibt ja auch andere. Es ist ja nicht nur die Auer. Und wie gehen wir damit um, wie verstehen wir das? Und da würde ich sagen, ist, wenn wir über Demokratie sprechen, und das geht ja in dieser Stunde gar nicht erschöpfen, wäre für mich jetzt in dem, was ich gehört habe, überhaupt Visionen zu ermöglichen, aber, und das war ja meine Eingangsbemerkung, nicht einfach zu sagen, wenn wir jetzt wieder mehr Demokratie haben, wird alles gut, sondern ich wollte darauf hinweisen, ich hoffe, das wurde einigermaßen klar, auch in der liberalen Demokratie gibt es Spannungen, Widersprüche, eben diese fehlende Auswirkung auf die Wirtschaft, die Frage der internationalen Ebene und so weiter, die wir im Blick haben möchten. So habe ich jetzt diese Runde verstanden. Das Zweite ist mit den Regeln. Ja, genau. Also wir leben in einer Gesellschaft. Ich bin kein Kommunitarist oder einer, der sagt, auf der kleinen Ebene, da werden die Regeln gemacht, da gibt es das Zusammenleben und jenseits von dem interessiert uns nicht, sondern wir brauchen
gesellschaftliche Regeln, wir brauchen sogar, das war ja mein Argument, weltgesellschaftliche Regeln. Und es gibt ja weltgesellschaftliche Regeln, die heißen aber Freihandel. Die heißen das Recht des Stärkeren. Die heißen runter, hoch mit der Grenze und die Leute bleiben draußen. Also wir sollten auch im privaten Bereich, im kleinen Bereich, in Wien, im Grätzl viel verändern, in unseren Institutionen. Ich sage gleich noch was, beispielsweise die Uni Wien hat ja auch demokratische Organe. Es ist ja nicht nur die Parteien und das Parlament. Ja? Es gibt ja auch andere Bereiche. Aber ich will den Punkt nur machen, es sind die Regeln, die Frage des Wie, die Frage, wen binden sie? Werden herrschende Interessen gebunden oder werden herrschende Interessen abgestützt? Und die Regeln der Finanzmärkte stützen herrschende Interessen ab und binden sie relativ wenig. Ein dritter Gedanke, der mir kam bei der Diskussion, ich würde darauf bestehen, Demokratie ist eben nicht nur die liberale Demokratie von Wahlen, Entscheidungen, Öffentlichkeit. Demokratie ist, da vorne ist die Löwelstraße, ist immer auch soziale Demokratie oder unsoziale Demokratie. Demokratie, wenn wir eben sagen, nicht nur Regeln und Wahlen und Parteien, sondern wie ist eine Gesellschaft verfasst, dann wird festgelegt, wie nehmen Menschen auch materiell teil an dieser Gesellschaft. Haben sie Arbeitsrechte oder nicht? Gibt es Gewerkschaften oder nicht? Kann ich an dieser Gesellschaft teilhaben, indem ich nicht überausgebeutet werde? Und da ist es ja in Österreich relativ gut, oft eben auch zu Kosten, zu Lasten anderer. Aber ich würde diesen Punkt stark machen, jetzt nicht wegen der Sozialdemokratie bitte als Partei, aber der Stellenwert einer sozialen Demokratie, also die meisten Menschen, Brecht hat ja gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Und da hat er ja auch recht gehabt. Es ist doch absurd, eine Beteiligung abzufeiern, wenn die Menschen verhungern. Ja? Der Punkt wird, glaube ich, klar. Dann nochmal, weil das gesagt wurde, wir haben ja in Europa so viel und das ist ja so demokratisch und wir sollten für andere Vorbild sein. Da würde ich als jemand, der sich viel mit Lateinamerika auseinandersetzt und mit den Andenländern, also Bolivien, Ecuador, Kolumbien, warnen vor. Es ist so ein Selbstbild von Europa. Wir sind hier so schön demokratisch und sollten es am besten exportieren. Wenn man sich mal, ich will nicht die indigenen Gemeinschaften romantisieren, bin ich fern davon weg, aber es gibt verdammt interessante Ansätze in der Welt, wo Menschen sich auskömmlich, gerecht, umsichtig, mit expliziten Regeln, mit impliziten Regeln, also wie achte ich auf andere, wie werde ich bestraft oder wie muss ich abgeben, wenn ich zu reich werde. Ne? In vielen indigenen Gemeinschaften, manche werden das kennen, wenn ich zu reich werde, dann muss ich für das Dorf eine Party schmeißen. Dann bin ich nicht mehr reich. Da muss ich richtig fett bezahlen. Und das ist mir eine Ehre, das ist mir eine Freude, das ist mein Beitrag zur Gemeinschaft. Geht bei uns nicht, deshalb muss man eine Vermögenssteuer einführen oder Lastenausgleich, weil die wollen keine Party schmeißen für den Rest. Die wollen ihr Geld auf den Kaimaninseln anlegen. Also da brauchen wir wieder Regeln. Ne? Der Punkt ist auch klar. Dann nochmal mein Punkt wäre hier, wie gesagt, es ist ja nur eine kleine Diskussionsrunde, auch auf andere Erfahrungen zu achten in anderen Ländern, Weltregionen und nicht zu sagen, Europa ist super. Das wird uns jeden Tag vorgemacht, aber es ist nicht so. Und dann diese wichtige Frage mit Repräsentation und Parteien und anderem. Also erstmal fand ich jetzt ganz toll die Beiträge. Ich kann das auch gar nicht erschöpfend aufnehmen. Natürlich brauchen wir Repräsentation. Aber, und das hat die Demokratiedebatte immer gesagt, das hat Rosa Luxemburg vor 100 Jahren, Karl Polanyi vor 70 Jahren, oder Max Weber natürlich, der Begründer der Soziologie, das Berufsbeamtentum, also die Bürokratie und das Berufspolitikertum hat immer die Gefahr der Verselbstständigung. Und die Grünen in ihrer noch radikalen Phase der 80er Jahre haben ja nicht umsonst das imperative Mandat. Du kannst abgerufen werden oder den Mandatswechsel. Du machst nur zwei Legislaturperioden, ja? Mit aller Ambivalenz. Weil es natürlich auch Sinn macht, wenn Leute wissen, wie der Laden läuft. Wir kriegen jetzt mit gerade in der Regierung, dass die Grünen keine Regierungserfahrung haben und im handwerklichen Regieren von den Konservativen über den Tisch gezogen werden. Ja? Wie man sich es, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Also natürlich braucht es Kompetenz und Professionalität, aber es darf halt nicht zum Selbstläufer werden. Und das ist natürlich, da ist Österreich sehr ausgeprägt mit der Freundelwirtschaft und so, das muss ich gar nicht groß betonen. Also mein Punkt wäre, wir brauchen Repräsentation, aber auch im Parteibereich, weil das Parlament ist nun mal ein Teil des staatlichen Aufbaus. Aber was wir nicht unterschätzen sollten, und das wäre jetzt der Punkt, mit dem, was gesagt wurde mit den ganzen Ansatzpunkten, es gibt ja auch in anderen Bereichen zum Glück demokratische Organisationen. Die Universität Wien hat einen Senat. Die Gewerkschaften haben Wahlprozesse. Das sind demokratische Organisationen. Selbst die Wirtschaftskammer ist demokratisch. In dem Sinne die Mitglieder, also jetzt nicht demokratisch auf die Bevölkerung.
Und auch das sich mal wieder klar zu machen, wo engagiere ich mich als Studentin, Student in der Schule und so weiter. Und das wäre jetzt der Punkt, der, glaube ich, ganz am Ende kam. Was sind auch die Kompetenzen und was ist das Selbstbewusstsein von Menschen zu sagen, ich bin Bürgerin und Bürger, das wurde da mit Europa gesagt. Ja? Das war mein Punkt vorhin mit der kulturellen Frage. Also für mich als gelernter Deutscher, ich bin jetzt seit 12,5 Jahren in Österreich, es war schrecklich am Anfang, dieses habsburgische, autoritäre, bis in den Alltag. Genau, es ist fürchterlich. Also Deutschland ist jetzt nicht der Hort von Demokratie natürlich, aber da gab es einen Moment, ich sag mal von 1968, von der kulturellen Öffnung, wo man mal auch ein bisschen rotzig sein darf. Hier ist man nur rotzig, wenn man mich am Gehsteig vom Fahrrad schmeißen will. Also rotzig, wenn man, ich übertreibe ein bisschen, ne? Aber Aggression ausbaden. Und das finde ich jetzt, damit will ich auch schließen, um nicht zu lang zu sprechen, das Lernen, auch die politische Bildung zum Beispiel in Schulen, ja, das Lernen, sich selber als Subjekt wahrzunehmen, aber auch dann die Erfahrung zuzulassen. Es reicht ja nicht nur, wenn ich kognitiv weiß, ich kann Subjekt sein, sondern hier wird Demokratie gelernt. Oder bei den Sommercamps, ich war letzten Sommer auf verschiedenen Klimacamps und Degrowth-Camps, da wird etwas gelernt, das Menschen dann ja auch selbstbewusster macht, wenn sie institutionell agieren, wenn sie als Studentin, Student vielleicht in die ÖH gehen oder in die Studienvertretung oder wie auch immer und bestimmte Erfahrungen haben. Und da finde ich, also jetzt bei diesem Bereich politische Kultur, auch Europa nicht besonders fortschrittlich. Aber schon, wenn wir nach Frankreich schauen, mit einem viel stärker verankerten republikanischen Bewusstsein, da lassen die sich vieles nicht gefallen. Da wäre ein kurz gar nicht denkbar. Also schon vom Habitus, ja. Und wieder Lateinamerika, ich meine, wir sollten nicht vergessen, die Aufstände letzten Herbst in Ecuador, in Chile. In Ecuador haben sie um die Jahrhundertwende mehrere neoliberale Präsidenten zum Teufel gejagt. Und das sind ganz brutale Verhältnisse, ne? Ich will das überhaupt nicht romantisieren, aber es gibt ein Bewusstsein, wir können was machen. Und jetzt noch, das ist mein letzter Gedanke, wenn Sie schon unruhig werden, wer ist es wir? Ich hatte jetzt, ich meine das mit allem Respekt, ich hatte den Eindruck, dass viele hier, wenn sie über Demokratie nachdenken, ganz stark über sich als Subjekt nachdenken. Demokratie ist auch immer organisiertes Interesse. Organisiertes Interesse. Und das wissen die oben ziemlich gut, wie sie sich organisieren. Aber auch für uns, und das hier ist organisiertes Interesse. Und das Klima hat ja bisher keine Interessenartikulation. Deshalb muss sie gemacht werden. Während die Gewerkschaften gibt es, die Arbeitgeberverbände gibt es. Also mein Punkt wäre noch, wenn wir über Demokratie und über die Demokratisierung nachdenken, also eine Veränderung der Demokratie weg von, dass die Macht spielt, also die Postdemokratie, das Kapital die Demokratie ausnutzt, und wir über Alternativen nachdenken, geht es, glaube ich, ganz stark um die Organisierungsfrage. Wie tun wir uns zusammen? Und da wollte ich auch die Frustration, die ein bisschen mitschwingt, wir sind zu wenig. Und Fridays for Future hat schon viel erreicht, weil wir jetzt wieder in der Lage sind, die Klimafrage wieder aufzunehmen. Das ist alles defizitär und das wird abgefeiert mit Abwrackprämie und so weiter. Also da werden die Starken bedient. Aber ich würde schon sagen, dass es ein großer Erfolg ist, dass ein organisiertes Interesse, eine soziale Bewegung in Europa und weltweit die Klimafrage ziemlich hochgebracht hat. Ja, ich will's jetzt, da ist Corona und ich will die Probleme nicht leugnen, aber ich glaube, und dann bin ich wirklich fertig, der Gedanke von Demokratie heißt auch immer die Artikulation nicht nur über Parteien, über Regierungen, sondern über die Organisierung von Interessen. Dann kommt man weg von diesem Mehrheitsdenken, Minderheitsdenken und ich kann ja eh nichts machen. Und deshalb ist das hier wichtig als Camp. Ich würde gern zwei Fragen aufgreifen. Das Letzte, was Sie gesagt haben mit der also Demokratie, sind organisierte Interessen. Aber hört nicht die Demokratie, also die Herrschaft aller in unterschiedlichen Prozessen, gerade da auf, wo die Strukturen eben dann auch vielleicht nur verschleiern, dass da viel mehr Macht im Spiel ist als Demokratie? Also dass eben gerade durch stark etablierte Parteien und durch all die Strukturen, die da sind, eben dass die Möglichkeit nur die Möglichkeit dann bleibt, nur unter Anführungszeichen, weil es ist ja wunderbar, dass wir hier so ein Camp haben und wir heute die Kuppel hier haben und miteinander sprechen. Aber wenn wir, der Tassilo Seidel-Zellbruck hat es vorher angesprochen, wenn wir einen
direktdemokratischen Prozess haben als komplementäre Ergänzung zur repräsentativen Demokratie, der auch im Austausch mit der repräsentativen Demokratie steht, dann besteht eben die Möglichkeit, jederzeit aus einer Minderheitenposition heraus Initiative zu ergreifen und diese sozusagen der Rechtsgemeinschaft, dem sozialen Ganzen, zumindest mal eines Segments. Ich bin voll bei Ihnen, dass wir ja letztlich auf eine globale Ebene kommen müssen, aber wir haben historisch gewachsen eben Staaten, wir haben Segmente des Ganzen, die wir demokratisch verfassen wollen, und dass innerhalb dieser Segmente Minderheitenpositionen über Initiativen, die dann eben einen Prozess bräuchten, damit sie letztlich auch verbindlich werden können im Gesetz, das würde das Machtproblem relativieren und beseitigen. Natürlich, der Prozess, das wäre eine eigene Diskussion, muss entsprechend ausgestaltet sein, und nicht jeder direkt demokratische Prozess, Stichwort Brexit, hat viel mit Demokratie zu tun. Das Zweite ist, die EU haben Sie angesprochen. Ich sehe das auch so, dass die Europa nicht ein großartiges Beispiel in der Welt abgibt. Aber es könnte, wenn wir es nochmal anders erfüllen, weil das historisch Bemerkenswerte in Europa ist eben, und auch das steht ja gerade sehr in Gefahr, dass sich Nationalstaaten anschicken, ihre Souveränität, ihre nationalstaatliche kleine Souveränität in ein größeres Gebiet in ein Stück weit aufzulösen und abzugeben. Und dieser Prozess, so habe ich auch die Wortmeldung vorher verstanden, ist, dass wir ja dabei etwas haben, was Vorbild sein kann, dass wir in ein größeres gehen. Und es ist vor allem, ich meine, das europäische Projekt über 70 Jahre und dann dieser gescheiterte Versuch, eine Verfassung zu geben vor 20 Jahren, das ist ja eben schon etwas, wo sich immerhin noch was abspielt. Und vielleicht haben wir jetzt gerade die letzte Möglichkeit, dass sich in Europa insofern noch was abspielt, in diese Richtung ein Größeres zu werden, aus dem Kleineren heraus ein Größeres zu werden. Und nächstes Jahr sollen ja zum Beispiel diese Zukunftskongress, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, stattfinden. Vielleicht kommt ein neuer Prozess auch von Vertragsänderungen ins Spiel. Also da sehe ich schon eine Möglichkeit, wo Europa vielleicht noch mal was in Bewegung bringt. Ich finde den Gedanken interessant, den Sie erwähnt haben, und dass man quasi eine Interessensvertretung braucht. Und das stimmt auch, das ist ja im Moment der Fall. Je größer, je mächtiger die Lobby, desto eher wird es umgesetzt. Und deswegen haben wir Probleme, den Auer-Deal irgendwie zu beeinflussen, weil wir die schwächere Lobby haben. Und das Klima hatte lange Zeit keine Lobby. Aber es gibt irgendwie so die Idee, dass in einer Demokratie oder in unserer Demokratie alle für ihre eigenen Interessen zu wählen hätten. Und dann denkt man sich so, wie kann das, das ist ein Satz, den ich öfters gehört habe, so, wie kann das sein, dass Leute Partei X wählen, die ist doch total gegen ihre eigenen Interessen. Ich wähle aber eigentlich nicht nur in meinem Interesse, und ich glaube, viele Leute wählen nicht nur in ihrem Interesse, sondern im Interesse ihrer Kinder oder wo sie halt denken, das ist im Interesse ihrer Kinder oder ihrer Nachbarn oder ihrer was auch immer. Also es ist so ein bisschen die Idee so, wenn alle für sich selbst sorgen, ist für alle gesorgt. Aber, und darauf ist, glaube ich, viel aufgebaut. Aber meiner Meinung nach ist das der Punkt, wo viel falsch rennt. Weil das ist nicht die Realität, so denken Menschen nicht. Und ein System so aufzubauen, muss scheitern. Und wie komme ich dazu, dass ich, nachdem ich gewählt habe, immer noch für meine Interessen, also eigentlich wäre ja meine Rolle offiziell erledigt, nachdem ich meine Stimme abgegeben habe, aber trotzdem muss ich Stunden aufwenden, um für meine Interessen einzutreten. Und dass ich mir das überhaupt leisten kann, kann ich mir gar nicht leisten, haha. Das ist ein unglaubliches, das kann man nicht voraussetzen. Das kann ich mir leisten, weil ich gerade keine Kinder habe. Das kann ich mir nicht leisten, weil ich gerade kein Geld kriege. Aber, also, das ist klar, oder? Das ist doch absurd. Ja? Ich gebe Ihnen das. Geht schon.
Ich will nur kurz darauf reagieren, weil ich das für ganz wichtig halte, für auch die weitere Diskussion. Das wäre ein, ich nehme es jetzt so auf, ein enger Interessenbegriff. Meine Vorstellung von Interessen wäre, die Interessen werden ja formiert. Und Gewerkschaften, wo ich sehr viel selber zu forsche, Gewerkschaften können einen engen Interessenbegriff haben. Hast du mehr im Geldbörsel? Hast du ein bisschen Arbeitszeitverkürzung? Oder einen breiten Interessenbegriff? Wir vertreten die Mehrheit der Bevölkerung an guten Lebensbedingungen. Das ist doch unser, ich sag mal, Kampf von Fridays Seite aus mit den Gewerkschaften. Nehmt ökologische Fragen auf und überwindet euren engen Interessenbegriff. Ich sehe das auch, dass viele Menschen erstmal den engen Interessenbegriff haben, aber der breite Interessenbegriff wäre, und dafür stehen wir ja hier, eine lebenswerte Welt. Die Bedingungen, wir reden über Demokratie und damit über die Bedingungen, wie wir unsere Gesellschaft schaffen. Und das wäre, ist aus meiner Sicht ein großer Unterschied. Aber gut, dass es nochmal so aufgerufen wird. Also da werde ich missverstanden zu sagen, es geht immer nur, Entschuldigung, dass ich immer da so rumhampe, es geht immer nur um die Interessen. Zwei ganz kurze Aspekte noch. Mit der EU. Man kann jetzt sagen, Europa ist eine gute Idee, aber die Realität ist knallhart neoliberal. Da sollten wir uns nichts vormachen. Und ich bin nicht zurück zum Nationalstaat. Ich bin zerrissen. Mich macht es verrückt, dass wir da keine Alternative haben. Ich bin nicht der, der sagt, EU kaputt machen. Aber ich habe zurzeit auch keine große Hoffnung, dass die EU sich stark verändert. Ich weiß nicht, wie es laufen kann, aber der Angriff auf Griechenland, der jetzt aktuell wie der grüne New Deal, der sollte ja eigentlich in unserem Spektrum für Hoffnung sorgen. Ja? Der grüne New Deal postuliert, also von der Leyen, ne? Kennen alle, Dekarbonisierung von Europa. Das ist eine Pro-Kapital-Strategie und eine Strategie, die die Ausbeutung des Südens intensivieren wird, weil es völlig klar ist, es braucht mindestens eine Verdoppelung der Importe von Metallen. Also schön, und Bergbau im Süden ist sehr CO2-intensiv. Also die CO2-Emissionen werden in den Süden verlagert. Das ist wirklich eine neue Form des Öko-Imperialismus. Da kann ich nicht viel Gutes finden. Und ganz kurz dritter Gedanke, nochmal jetzt spezifisch ein bisschen strategisch für die Fridays. Damit wir nicht in die Falle gehen, es sind die Parteien und die großen Kräfte. Wir haben diese Auer-Frustration, das ist gerade nochmal gesagt worden, die ist da. Ende Gelände in Deutschland hat 2011 angefangen in einer Konstellation, wo Deutschland sich international als totaler Klimavorreiter präsentiert hat. Energiewende, also erneuerbare Energiegesetz um 2000 unter Rot-Grün und dann Merkel hat sich voll fett draufgesetzt ab 2006 mit Energiewende. Deutschland hat über die Braunkohle, ist einer der größten Verdrecker, muss ich glaube ich in dem Spektrum nicht erzählen. Aber sie haben langfristig die Steinkohleverstromung abgeschafft. Und es waren harte Kämpfe. So, und zwei Gedanken im Anschluss daran. Erstens, es geht nicht nur um die Auerbeschäftigten. Es geht um eine Politik, die eine Ansage macht, wir müssen den Flugverkehr zurückbauen. Und dafür nehmen wir Geld in die Hand. So wie in Deutschland für die Beschäftigten in der Steinkohle verdammt viel Geld in die Hand genommen wurde. Und jetzt wird es mit der Braunkohle auch so sein. Also, es ist nicht nur die Beschäftigten selber. Da werden wir mal ausgetrickst, die Beschäftigteninteressen. Es ist der Staat, der eine klare Ansage machen muss. Und das Zweite, Ende Gelände hat es geschafft, in 10 Jahren, Hambacher Forst und so, wir wissen das alle, das zu drehen. Und Stay Grounded oder andere sind ja auch, finde ich, total interessant dabei, zu sagen, eben von da oben können wir gerade nicht viel erwarten, aber in der Gesellschaft wird ein Wissen ausgearbeitet. Das ist zurzeit minoritär, das ist mir schon klar. Fliegen geht nicht. Es geht einfach nicht. Und wir brauchen, und das muss politisch aufgenommen werden, aber ein Prozess, sich auf einen Prozess einzulassen, der wirklich dann auch radikal mal überlegt, wie kann was unterbrochen werden, wie kann aber auch die Gewerkschaft mit an Bord geholt werden. Also das machen nicht wir, sondern das müssen die schon am Ende selber machen. Aber dass die wieder nicht nur sagt, um Gottes Willen, wir wollen nur die Arbeitsplätze verteidigen. Da kommt auch die Politik wieder rein. Aber ich sag mal so ein bisschen, ich weiß, es ist nicht so viel Zeit, aber ein bisschen auch Politik des langen Atems. Das meine ich nicht zynisch, ne? Ich weiß schon, das ist, es ist alles eng. Aber auch strategisch zu überlegen, wo werden wir vielleicht in 4, 5 Jahren sein und im Flugverkehr und woanders was verschoben haben. Ja, also irgendwie trifft es auch ein bisschen wieder, oder bei jedem Punkt eigentlich, dann komme ich wieder darauf zurück, was so meine große Meinung zur Demokratie eigentlich generell ist. Oder das, woran es scheitert, ist halt einfach immer Bildung für mich. Und das ist so ein Riesenthema und da sehe ich auch irgendwo eine richtig große Aufgabe bei Fridays eigentlich, weil es kommt mir auch undemokratisch vor, zu sagen, ich setze mich jetzt hierher und fordere das und meine Meinung ist viel wichtiger als die von allen anderen und die muss jetzt durchgesetzt werden, weil es geht halt darum, was wir als Gesellschaft alle wollen und es müssen auch alle dann mittragen können. Und deshalb fühle ich mich dann teilweise auch
blöd, das so zu fordern, alleine quasi, und das Gefühl zu haben, aber alle anderen sind eigentlich dagegen. Ich glaube halt, deshalb fehlt es einfach immer an Bildung, weil ich kann einfach mir nicht vorstellen, dass wenn alle wüssten, was die Klimakrise für unsere Zukunft bedeutet, die Leute noch immer dagegen wären. Also, weil ich mir denke, man wählt ja dann irgendwo gegen die eigene Zukunft. Kommt natürlich aufs Alter an, aber Leute in unserem Alter zum Beispiel. Ja, und deshalb finde ich einfach, zu all diesen Themen ist halt immer so für mich die Antwort irgendwo so, dass die Leute einfach eben Bildung, und ich glaube, dass solche Sachen wie Besetzungen oder so halt viel Aufmerksamkeit schaffen und durch diese Aufmerksamkeit die Leute auf ein Thema kommen und sich fortbilden und dann im Endeffekt hoffentlich auch ihre Meinung ändern. Und ich glaube, das ist irgendwie so die Lösung, dass man dann eben das Ganze auch demokratisch schafft und nicht mit einer, sonst fällt mir eigentlich nur ein, dass irgendwer sich, also quasi eine Diktatur einführt und sagt, so, ich mache jetzt das, ihr erkennt nicht, dass es schlau ist, aber ich ändere das jetzt so, dass das besser ist. Und das ist halt voll bevormundigend. Und ich finde, in einer Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Leute wissen, was sie wählen und was die Konsequenzen sind. Und wenn man da nicht gebildet wird in die Richtung, dann ist es einfach eine Katastrophe. Da ist der Tassilo, hat irgendwas sagen, und dann der Florian. Ja, ich wollte gerade auch, es passt sehr gut jetzt, zum Thema Bildung und Demokratie kurz was sagen. Also wir sehen das so in unserem Vorschlag zur komplementären Demokratie, zur Ergänzung der parlamentarischen Demokratie, dass es vor einer Volksabstimmung eine breite Diskussion stattfinden soll und dass dieses Pro und Contra und Zwischenpositionen, dass das auch abgebildet werden soll in den Medien, also dass auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber auch die privaten Medien Platz zur Verfügung stellen sollen, also gesetzlich garantiert, dass wirklich eine Diskussion stattfindet über einen gewissen Zeitraum, dass die Menschen sich in Ruhe über eine Sache einfach ein Urteil bilden können und dadurch eine Mündigkeit erfahren und dass dadurch quasi ein volkspädagogisches Element dazukommt. Weil es ist, hat nicht jeder, wie vorhin schon länger gesagt, die gleichen Voraussetzungen, muss auch nicht jeder haben, meiner Ansicht nach. Nur es muss jeder die Möglichkeit haben, demokratisch teilzunehmen, sich ein Urteil zu bilden und unter Gleichen abzustimmen. Da ist in der Demokratie ist jede Stimme gleich was wert, gleich viel wert, de facto. Mhm. Und gerade bei der Medienfrage, wenn da eine öffentliche Diskussion stattfindet, sind auch gewisse Kapitalinteressen, werden dadurch zurückgedrängt. Also es gibt eine gewisse Waffengleichheit. Auch wenn wir natürlich vom Ausgangspunkt ausgehen, der einfach das herrschende Profitinteresse. Aber das ist nun mal der Ausgangspunkt. Und von da aus müssen wir uns hinarbeiten zu mehr Gleichheit, zu mehr Möglichkeiten und zu einem anderen Wirtschaftssystem, wenn man das will. Ich wollte was sagen zu dem, was Sie vorher gesagt haben über Europa und die EU, dass Sie einerseits nicht sehen, dass das aus der Zange des Neoliberalismus irgendwie rauskommt und sich verändern kann und andererseits aber ein Europäer sind und das Projekt gut finden. Und dann ist jetzt schon mehrmals angesprochen worden, dass viele Dinge politisch, wir nicht die Möglichkeit haben, da politisch mitzuentscheiden, wenn es jetzt um den Klimaschutz, den Umweltschutz geht und so weiter und so fort. Und da ist ja diese neoliberale Ideologie die, dass man sagt, man stimmt mit dem Geld ab, ne? An der Kasse. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, wenn die Leute wollen, dass alles in Biostandard produziert wird, dann würden sie ja das so kaufen an der Kasse und sie stimmen quasi jedes Mal ab. Jeder Pfennig einen Stimmzettel, hat der Ludwig von Mises schon gesagt. Und das war aber damals, wie der das formuliert hat, 1930, ein liberalistischer Gedanke. Weil damals ja einfach die Mitbestimmung noch viel weniger möglich war für große Bevölkerungsschichten und
weil er das ja geschrieben hat, auch als Gegenthese zum zentral organisierten Wirtschaften wie im Sozialismus. Und ich denke, diese Frage, was soll eigentlich produziert werden und wie und wer darf das bestimmen und wie kommen wir eigentlich drauf, was wir produzieren sollen, das war damals schon die richtige Frage, die da gestellt worden ist von den Gründern vom Neoliberalismus und Marktfundamentalismus. Und die ist aber nicht richtig beantwortet worden, weil damals haben die eben gesagt, okay, wir brauchen einen freien Markt, es darf nichts reguliert werden, die Obrigkeiten dürfen das nicht entscheiden, sondern jeder Einzelne entscheidet nur durch seine Kaufentscheidung. Heute wissen wir ganz genau, dass es nicht funktioniert, dass nicht so produziert wird, wie die meisten Menschen das wollen. Zum Beispiel Tierproduktion, da gibt es eine riesige Mehrheit, dass Vollspaltenböden abgeschafft werden. Und trotzdem gibt es eine riesige Mehrheit an Ferkeln, die auf Vollspaltenböden leben. Also das funktioniert irgendwie nicht, dieser Abstimmungsmechanismus über Kaufentscheidung. Sondern wir müssen diese Souveränitätenfrage, wie finden wir raus, was und wie produziert werden soll, wie Wirtschaft organisiert werden soll, die müssen wir neu beantworten. Die ist immer noch ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das ist auch die Erlösung von diesem EU-Dilemma dann, was Sie angesprochen haben. Ich würde gern an einem Punkt da anknüpfen, weil du das mit den Vollspaltenböden bei den Schweinen gesagt hast. In Irland gab es ja diesen Bürgerrat. Es gibt ja jetzt auch in Deutschland und überall diese Bürgerräte. In Frankreich gibt es auch zur Klimafrage. Und in Irland hat man damit mal so größere Erfahrungen gesammelt und hat dann am Ende über Volksabstimmungen Themen, zum Beispiel das Abtreibungsthema, hat man nach Jahrzehnten eine Lösung gefunden, die dann über 60% auch Zustimmung hatte, nachdem man das jahrelang nicht konnte. Warum? Und da hat ein irischer Abgeordneter hat gesagt, wir sind Misthaufenverwalter. Also wir haben lauter kleine Häufchen von Wählerstimmen, die wir brauchen, wofür eine kleine Gruppe irgendein Thema sehr, sehr wichtig ist, das aber für die Mehrheiten nicht wahlentscheidend ist. Und die Konservativen haben eben müssen gegen Abtreibung sein, weil eine kleine, totale Minderheit in dem Land aber in ihrer Misthaufenverwaltung ein kleines Segment waren und die Mehrheit aber das Thema nicht so wichtig war, dass sie deshalb die Partei nicht wählen. Also da sieht man ein strukturelles Problem der Parteiendemokratie, dass Mehrheiten schon längst für andere Verhältnisse in der Tierhaltung sind, aber weil es ihnen nicht wahlentscheidend ist und weil es andere kleine Misthäufchen gibt, denen das sehr, sehr wichtig ist, dass es so bleibt, wie es ist, treten die Parteien trotzdem dafür ein. Also ein strukturelles Problem einer ausschließlichen repräsentativen Demokratie, wenn sie komplementär ergänzt wäre, würde sich das auch relativieren und man bekäme sozusagen die wirklich wichtigen Fragen, wo es längst Mehrheiten gibt, auch sozusagen jeweils die Kuh vom Eis. Und das hat man zum Beispiel auch in Bayern gesehen, da war ein erfolgreiches Artenschutzvolksbegehren. Ja, und die Regierung hat sich das selbst dann der Sache angenommen, hätte sie das nicht gemacht, hätte es eine bayernweite, einen Bürgerentscheid gegeben. Der Nikolai Ritter. Ich wollte nochmal versuchen, etwas einander gegenüberzustellen, von dem ich glaube, dass beides wichtig ist. Es gibt Menschen, die sind sehr begabt darin, im bestehenden System einen Paragraphen erfolgreich zu verbessern. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, das ist mir ein zu leidvoller Weg, das ist nicht meins, ich gehe in meine Region, ich verändere regional, lokal in meinem kleinen Kreis etwas und das wirkt dann auch. Also das eine kann man mit viel, viel Energie kann man im großen europäischen oder im globalen etwas ändern. Und dafür braucht es dann große Prozesse mit vielen Menschen. Und man beteiligt sich daran. Und das andere ist, dass man sozusagen im kleinen Kreise zum Beispiel Demokratie übt oder Demokratie zum Leben bringt. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt über Demokratie
Verbesserung sprechen, es wichtig ist, zu wissen, dass es beide Kräfte gibt. Und ich möchte jetzt nochmal eine Lanze brechen für das Zweitere, dass so ein Gebäude hier auf einem öffentlichen Platz mit all dem, was hier drumherum passiert, mit dem Camp, für mich ein wunderbares Beispiel ist, wie man, ohne dass man das System verändert, schon etwas tun kann, was einfach eine Kultur von Demokratie erzeugt, und zwar im Regionalen. Und das kann man in Linz und in Graz und in Timbuktu dann auch machen, zellular und damit Kultur schaffen. Also ich wollte einfach nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass, wenn man gefrustet ist davon, dass der scheinbare große Machthaber so unverrückbar ist, dann ist es, glaube ich, gut, ein Wechselspiel von beidem zu machen. Als Wir haben jetzt geplanterweise noch so Viertelstunde, 20 Minuten. Ich würde auch gerne mit so einer Blitzrunde dann abschließen. Jetzt hat sich der Harald Orthaber von draußen noch gemeldet. Vielleicht er noch, und dann fangen Sie vielleicht die Schlussrunde an. Ich möchte vielleicht dem Vorredner auch mich da anschließen. Der hat ja von Regionalität gesprochen. Demokratische Prinzipien wären ganz gut, auch im Regionalen natürlich, dort fängt sie an, in der Gemeinde eben dort walten zu lassen. Und ein Subsidiaritätsprinzip natürlich auch in dem Sinn ist natürlich immer angebracht, dass man nur diese Dinge noch größeren Regionen oder Areale hinverschiebt, die man halt regional nicht lösen kann. Und die meisten Sachen, was wir für unser eigenes Leben brauchen, sind ja regional irgendwo. Alles, was man zum Leben braucht, regionale Lebensmittel und so weiter. Und da ist eben, glaube ich, sind sehr wesentliche paar Dinge, wo man gleich anfangen könnte, dass man einerseits Regionalwährungen ins Leben ruft, die stabil sind. Es gibt sowas, gerade in Krisenzeiten gibt es den Rand natürlich dazu, weil sonst würden die Leute ja verhungern. Und das andere wäre halt dann auch, dass man dran geht, eben die Ressourcen, die man in der Region hat, auch entsprechend fair verteilt. Das gibt eine faire Ressourcenverteilung im Grunde genommen. Es gibt eine faire Grundversorgung im Monetären, und das kann man durchaus in Regionalwährungen dann arrangieren. Und um das in die Tat umsetzen zu können, braucht es die obere Politik, die sich dagegen nicht sperrt und das sozusagen zulässt, wenigstens, wenn sie sich nicht schon so unterstützt. Aber solche Sachen kann man ja gleich von selbst in die Hand nehmen und ist auch von der EU, glaube ich, gedeckt, dass man, wenn man keine Steuerhinterziehung betreibt, dass das durchaus machbar ist, wenn man sofort in solche Szenarien wechselt. Danke. Ja, im Anschluss an das, es gibt einen sehr interessanten Begriff, vor 15 Jahren entwickelt von Walden Bellow. Der war damals so einer der Köpfe der globalisierungskritischen Bewegung, also die soziale Bewegung, die so ab 2000 losging, der Deglobalisierung. Und der meinte mit Deglobalisierung nicht Protektionismus, sondern Deglobalisierung eben dem regionalen, lokalen frei zu lassen. Er ist aus den Philippinen, hat gesagt, deshalb müssen wir internationale Freihandelspolitik abschaffen, weil das verunmöglicht die regionale, lokale Entwicklung, weil es eben die Starken stärkt. Vielleicht nur ein paar Gedanken, nicht zum Schluss, sondern die anderen sollen das dann abschließen, oder ihr oder sie, mit der Volksabstimmung. Ich halte das für ein wichtiges, oder diese komplementäre Demokratie für eine wichtige Diskussion, aber eben es ist nicht nur eine Frage des Prozesses, sondern eine Frage der Voraussetzungen. Das war ja auch meine Eingangsbemerkung. Die Volksabstimmung zu Zwentendorf und zur EU hat die Kronenzeitung gewonnen. Ja, die hat sozusagen, die sind umgeschwenkt in beiden Fragen. Einmal, weil sie Kreisky vor das Schienbein treten wollten. Eigentlich war gar nicht klar, dass die österreichische Bevölkerung gegen Atomkraft ist in den 70er Jahren. Und dann war es ganz knapp, weil die Kronenzeitung mit einmal gegen Zwentendorf und sie de facto gegen Kreisky Politik gemacht hat. Also wer mischt sich da wie eine Volksabstimmung in diese Frage von Kultur, von Diskussion und anderes? Das zweite nochmal die Frage der Bildung. Ich teile das sehr. Und dass wir nicht so tun sollten, als wenn unsere Meinung wichtig ist. Aber ich würde sagen, wir versuchen hier als kleine, schwache Stimme überhaupt gehört zu werden. Also ich würde uns gar nicht überschätzen, sondern eher zu sagen, wenn nicht aus unserem Spektrum heraus
hochgebracht worden wäre, dass die Rettungspakete ökologische und soziale Standards brauchen, hätte es niemand gemacht. Also ich würde eher sagen, also wir sollten nicht überheblich werden, aber wir sollten uns schon im Gesamtfeld sehen und da sind wir nicht besonders stark. Allerdings würde ich es ergänzen. Ich würde ergänzen die Frage der Bildung um ein Dilemma, was die Konsumforschung, die Psychologie mit dem Begriff des Citizen-Consumer-Gap. Und das ist das Phänomen, dass viele Menschen als Bürgerinnen und Bürger wissen, dass das ziemlich beschissen ist mit dem Klima, mit der Klimakrise. Aber als Consumer sagen, was soll ich denn tun, wenn es niemand anders tut? Oder wenn die Politik überhaupt nicht ernsthaft ist? Oder etc. Ich muss es, glaube ich, hier nicht ausführen. Also dieses Dilemma ernst zu nehmen, und da würde ich sagen, braucht es auch Glaubwürdigkeit von der Politik, von anderen Akteuren, um nicht in diese nur ich muss was verändern Falle. Und die Frage der Alternativen, das wissen wir auch aus vielen Forschungen, ist nicht per se immer die ökologische Alternative. Da will ein Individuum, eine Familie ökologisch, sondern es ist oft, ganz oft die Frage des Angebotes. Die Alternative beim Umstehen, also klar, diese SUVs müssen verboten werden, das ist gar keine Frage, ja. Aber der öffentliche Verkehr, wenn der ausgebaut wird, sind schon Menschen bereit umzusteigen, wenn der öffentliche Verkehr sicher ist, gut getaktet, günstig und so weiter. Also, und die steigen dann nicht um wegen Ökogründen oder Klimakrise, sondern weil es in ihre Lebensweise passt. Das halte ich für ganz wichtig und auch da ist die Politik gefordert. Und vielleicht der letzte Gedanke mit diesem Neoliberalismus an der Kasse. Was soll produziert werden? Ich denke schon, dass es darum geht, das war ja auch meine Eingangsbemerkung mit der Wirtschaftsdemokratie, wer verfügt über Investitionen und wie sozialpflichtig sind Investitionen? Aber auch da, und da wäre ja jetzt Spielraum gewesen und der wird nicht genutzt, darunter leiden wir jetzt gerade alle mit den Rettungspaketen. Ein zweiter Punkt ist aber, und da sind wir in Wien ja, finde ich, gar nicht so schlecht aufgestellt, ein öffentlicher Sektor, ein starker öffentlicher Sektor, der nicht profitgetrieben ist. Ich meine, die Wiener Linien werden zu 100% nach oben, werden voll subventioniert. Das ist eine politische Entscheidung, in Wien einen guten öffentlichen Verkehr zu haben. Und die schon mal in Städten des globalen Südens waren, in Lima oder in Mexiko-Stadt, wo es keinen öffentlichen Verkehr gibt, ist ein totales Desaster. Das ist eine Klassenfrage. Und aber auch die ein Auto haben, stehen 3 Stunden im Stau, obwohl sie in 20 Minuten die Strecke fahren könnten. Also, wer bestimmt über Investitionen? Was ist ein öffentlicher Sektor? Und ein dritter Punkt, und das ist vielleicht so eine strategische Überlegung, jetzt zu kurz, weil wir hatten ein anderes Thema. Wenn Akteure wie Fridays for Future oder andere jetzt aus dieser ja Defensivhaltung, die es ja gibt wegen Corona, ein Stück herauskommen, das müsste man sorgfältiger diskutieren, ich will das jetzt hier nicht, ich will das nur andeuten, dann wäre es, glaube ich, gerade im Hinblick auf die Wien-Wahl wichtig, 3-4 Initiativen zu formulieren, wo dann vor allem wahrscheinlich die Grünen, die ja wissen, dass sie bei der Nationalratswahl den Fridays viel zu verdanken haben an Wählerstimmen. Wo sind die Initiativen, wirklich auch was anders zu machen in Wien? Also nicht an der Kasse abstimmen, sondern wo werden Lobautunnel, dritte Piste und uns fallen noch 5 andere Projekte ein, wirklich systematisch verändert, dass die Politik glaubwürdig wird. Ich glaube, also es ist gerade für Fridays for Future und Akteure nicht das Große und Ganze, was verändert werden kann politisch, aber vielleicht sind so ein paar Initiativen, wo wieder eine sozial-ökologische Frage so ein bisschen in die Offensive kommen kann. Das ist jetzt laut gedacht nur, aber so in die Richtung. Machen wir die Blitzrunde zum Abschluss. Also, fangst du an? Ja, ja? So ist einfach noch ein kurzer Abschlussgedanke. Ja, also ich sehe das auch als extrem wichtig, was Sie vorher gesagt haben, gerade weil ich Mobi-Arbeit mache für Fridays, dass halt das Hauptargument oder auch die Hauptverzweiflung von den Leuten ist, so, was kann ich denn machen? Und ich probiere ja eh vegetarisch zu leben oder so. Also, und das tut mir dann auch immer so leid, weil die Leute so ehrlich irgendwie, also ich glaube, es gibt halt 2 Schritte. Es gibt den ersten Schritt, zu erkennen, dass wir ein extremes Problem haben. Und dann gibt es den zweiten Schritt, was tue ich jetzt? Und ich glaube leider, dass vor allem von Seiten von Leuten, die Kapital daraus schlagen, dass nichts geändert wird, stark die Stimmung verbreitet wird, dass man selbst dafür verantwortlich ist. Und das, glaube ich, auch sehr gezielt so gemacht wird, dass dann, wenn man zu dem Schritt kommt, was tue ich jetzt, im Endeffekt die Lösung ist, oh Gott, es ist so schrecklich, ich kann nichts tun, und dann irgendwo Verdrängung stattfindet. Und das ist dann so das Ende. Und da sehe ich ganz viele Menschen, mit denen ich rede, die genau da hingekommen sind. Und das tut mir eben voll leid,
weil, und das mag ich auch bei Fridays eben, dass unsere Message nie ist, du musst was tun, sondern die Personen, die die Hebel haben, die sollen was tun. Und ich glaube, das befreit einen ein bisschen von dieser Ohnmacht und macht einen handlungsfähiger. Und dann sitzt man eben hier und sagt, dass sie was tun sollen, statt sich selbst zu schämen dafür, dass man nicht genug tut, obwohl man ja nicht mal genug tun kann. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, in die Richtung weiter zu, ja, danke schön, Sachen zu verbreiten, weil es eben mir die Leute einfach echt leid tun, die erkennen, dass es schlimm ist und dann das Gefühl haben, sie können gar nichts ändern. Ich würde mir wünschen und empfehlen und würde auch jederzeit an all diesen Dingen mitwirken, dass wir in dieser Ökologiefrage immer wieder die demokratischen Mittel, die wir haben, nützen. Also das Klimavolksbegehren oder wenn jetzt die ECI von Fridays for Future bis September nochmal durchstarten könnte, dann fände ich das großartig, weil wir da als Bürgerinnen und Bürger handeln. Und das finde ich wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben, als demokratisch mitverantwortliche Menschen zu handeln. Und wenn diese Wege schon deutlich besser vorhanden wären, dann würde ich jetzt zum Beispiel eine politische Initiative auch machen, ad hoc, zum Beispiel die Auer mit der ÖBB zu assoziieren und die Überschüsse aus dem Flugverkehr zum Aufbau, also sozusagen ein Unternehmen draus zu machen, ein assoziiertes Unternehmen, oder wenn man das auf europäischer Ebene macht, Luftfahrt und Bahnfahrt und das ganze Transportwesen zu assoziieren und aus einem Guss zu denken und der Wirtschaft klar machen, sie bekommt ihre Aufträge auch aus der Demokratie und der Auftrag ist, den Verkehr ökologisch umzubauen. Alles Transport- und Verkehrswesen ökologisch umzubauen. Das heißt, einen Plan vorlegen, wie man die Luftfahrt reduziert und die Bahnfahrt ausbaut und das aus einem zu gestalten. Das wäre mein Vorschlag. Ja, zu Volksbegehren. Es gibt das erste Mal in der Zweiten Republik die Möglichkeit, mit Volksbegehren abzustimmen. Steht mit der Klimavolksbegehren auch in die gleichen Eintragungswoche. Man kann so ein bestimmtes Thema, Rauchen in Gastronomie, ja oder nein, beantworten. Die Bürger haben gemeint, wie kann man die Mitbestimmung stärken. Instrumente haben wir. Volksbegehren ist eine der wenigen Möglichkeiten, dass man rechtlich oder amtlich im Bezirksämter online beim BMI direkt seine Stimme abgeben kann. Und das ist eine Möglichkeit zu einem bestimmten Thema. Es gibt immer Schwachpunkte. Entweder ja oder nein den Bürgern zu sagen, das ist Punkt 1. Punkt 2, wir müssen von den Realitäten ausgehen. Ja? Ich sehe das immer so, täglich grüßt das Murmeltier. Dreht alles im Kreis, man redet von mehr Demokratie, direkten Demokratie, Bürgerparlamenten gibt es in Irland, ist schon ein Beispiel, wie das funktioniert. Und wir haben 27, wenn ich wieder von der Europäischen Union rede, wir müssen darüber reden, weil Einzelstaaten 27, aber wenn wir gemeinsam besonders die Klimakrise bewältigen wollen, dann muss ein gemeinsames Konzept vorliegen. Und wenn ich sehe, dass unsere Parteilandschaft bei uns im kleinen Österreich so ist, wie es ist, ja, dass fast keine Partei irgendwelche direkten demokratischen Dinge im Programm hat, ich glaube, die Freiheitlichen haben irgendwas drinnen, nach Schweizer Modell, aber sonst passiert gar nichts. Dann sage ich vielleicht, es gibt bei uns laut Verfassung, das ist glaube ich Klima, sagt jeder, ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ja? Wir haben einen Bundespräsidenten, der ist unabhängig. Er kann laut unserer Verfassung Regierung entlassen. Das heißt, wenn er demokratisch mit Herrn Kurz spricht oder mit den anderen, sagt, liebe Leute, Klima ist wichtig, ja? Wenn es das und das nicht umgesetzt wird, in gewissen Zeitraum, dann wird die Regierung entlassen. Es klingt ein bisschen diktatorisch vielleicht, aber es ist demokratisch. Genau das haben wir gewählt. Das heißt, ich hätte jetzt ganz einfach gesagt, lieber Bundespräsident, wenn es Ihnen Klima am Herzen liegt, ja, und alle wollen was umsetzen, also da gibt es diese Programmpunkte, dann bitte schauen Sie, dass der Kurz und der Kogler, ja, also die Regierung, das Parlament, das umsetzt. Ja? Also er hätte das gemacht, ziemlich einfach und naja, vielleicht ein bisschen anders, als man bis jetzt diese Prozedere Bundespräsident und die Regierungen Parlament bis jetzt angeschaut hat, aber das steht bei uns in der Verfassung drinnen. Ja? Und wenn das gut ist, wieso soll das nicht umgesetzt werden? So. Achso, Entschuldige. Eine Sache ist sicher, die bestehenden demokratischen Instrumente besser zu nutzen. Und mein letzter Input wäre dann noch bezüglich der Kritik,
dass direkte Demokratie alleine nicht unbedingt so gut funktioniert, weil die Bürger nicht gut informiert sind und deswegen die Entscheidungen gar nicht dem Allgemeinwohl entsprechen. Es gehört sicher noch mehr dazu als nur die reine Wahlmöglichkeit an direkter Demokratie, sondern eben auch einen fairen öffentlichen Debattenraum, das heißt wohl auch mehr Möglichkeiten, sich öffentlich auszutauschen, also eine größere Debatte zu wichtigen Fragen und wahrscheinlich auch noch andere Medien, wo es mehr Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen, wo Menschen, die nicht viel Geld hinter sich haben, ihre Meinung trotzdem vertreten können. Also insofern eine bessere Debatte passiert. Ja. Ja, ich habe nicht so ein wahnsinnig tolles Schlusswort. Ich habe den Punkt mit der Bildung sehr interessant gefunden und das ist auch das, wo ich mir denke, wo ich jetzt persönlich in Fridays for Future vielleicht am meisten zu tun habe. Ich bin bei den Students for Future. Dass man einfach schaut, dass eben dass dieses Wissen, das wir intern über die Klimakrise haben, ein Allgemeinwissen wird. Ein Problem sehe ich bei diesem Punkt, dass dort, wo Leute ihre Bildung herbekommen, nach der Schule und wenn sie jetzt nicht unbedingt auf die Uni gehen, sind halt vor allem Medien und darunter vor allem soziale Medien. Und die verstehen sich nicht als ein öffentliches demokratisches Tool, sondern die gehören Konzernen, die komplett andere Interessen haben. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Und dahingehend sehe ich eigentlich öffentliche Museen und Forschungsinstitutionen und eben auch Universitäten und Schulen extrem in der Pflicht, da eine Verantwortung zu übernehmen, die sie vielleicht bisher nicht ein bisschen vernachlässigt haben. In gewissen Bereichen. Wenn ich, darf ich? Also erstens einmal fürchte ich mich, dass bei diesen ganz vielen Ausgaben für Corona-Entschädigung sehr wenig Geld für Klima bleiben wird. Das ist meine große Sorge. Dann, ich möchte nur ganz kurz reden, dann würde ich gerne haben, dass die dritte Piste nicht gebaut wird, dass der Lobau-Tunnel nicht durchkommt, aber keiner weiß es so wirklich. Und dass überhaupt weniger gebaut wird und mehr Fläche für Anbaumöglichkeiten, für Ernährungsmöglichkeiten, mehr sage ich jetzt nicht. Danke, dass ich durfte. Ja, Abschlussrunde. Also ich fand jetzt die Diskussion ziemlich spannend, auch weil es mir immer wieder meine eigene Diskussion in mir selber vor die Augen führt, ein System von innen oder von außen verändern, global versus regional. Und ich glaube, was ich jetzt vielleicht mitnehmen will für mich selbst als Person, als Bürgerin, aber vielleicht auch für als Bewegung, dass wir eben aus dieser Machtlosigkeit, die Ohnmacht, die du eben auch angesprochen hast, dass wir da eben rauskommen und uns eben durch Bildung und selbst ermächtigen und dass wir uns auch trauen, eben diese großen theoretischen, von mir aus, Fragen zu stellen, auf die wir keine Antwort haben. Aber dass es eben ganz, ganz wichtig ist, der zentrale Aspekt eigentlich, dass wir diese Fragen weiter stellen und uns. Ja, und auch um die Antworten nicht zu blöd sind, weil wir eben denken, wir sind zu klein oder zu unbedeutsam, auch als Bewegung. Ja. Also ich finde auch sozusagen diese, da jetzt eben viel die Bildung angesprochen wurde, dass ich glaube, es geht auch viel darum, dass ja auch wirklich diese Skills gelernt werden müssen. Also man sagt, wie jetzt dieser Raum geschaffen wurde, dass man hier jetzt eine Diskussion führt, aber dass man auch wirklich aktiv sagt, gut, testen wir halt aus, wie sieht das denn aus mit einem Bürgerparlament, wie sieht das, also ich denke mir, eben auch solche Experimente, glaube ich, geben halt voll viel Bildung in dem Sinn, dass man halt auch wirklich die Skills lernt, die man braucht dafür. Und ich glaube, dass
ja, hat mich jetzt auch angeregt, mehr darüber nachzudenken, okay, welche Skills braucht man auch im Sinne von Demokratie, weil ich finde irgendwie, man denkt viel darüber nach, welche Skills braucht man jetzt, um diese Transformationen umzusetzen, aber jetzt auch hinsichtlich Demokratie, glaube ich, ist das eine sehr, ja, einfach eine sehr interessante Debatte und sehr, ja, auch viel, worüber ich selber nachdenken muss. Und dann denke ich, dass ich glaube schon, dass man jetzt irgendwie diese Corona-Zeit schon auch als wirklich so ein Window of Opportunity sehen kann. Weil ich glaube, dass oder dass man sozusagen das eine Möglichkeit sehen kann, um Ideen zu pushen. Dass man sagt, Ideen, die schon getestet sind, die schon sozusagen, wo es schon vielleicht irgendwie einen breiteren Zuspruch gibt, dass die jetzt wirklich, also ich denke mir, dadurch, dass es auch zum Beispiel mit dem Green Deal, ich denke mir, auch, also besonders wegen Fridays for Future, kann es die EU-Kommission nicht sagen, ach, jetzt war Corona, jetzt müssen wir da doch irgendwie zurückrudern. Also trotz dieser Krise sagen sie ja, sie bekennen sich noch immer zum Green Deal. Und ich denke mir, das zeigt schon mal, okay, da ist eine, sozusagen, da hat man schon echt gute Arbeit geleistet, um diese Botschaft sozusagen voranzubringen. Und ich glaube, deshalb muss man da jetzt auch noch mehr pushen und sagen, ja gut, wie wollen wir denn, dass dieser Green Deal wirklich aussieht und dass sozusagen, dass es da auf jeden Fall viel zu kritisieren gibt, vorangegangen davon, dass sie sagen, dass es eine Wachstumsstrategie ist. Aber ich denke mir, dass man diese Ideen reinbringt, dass der Green Deal muss jetzt keine Wachstumsstrategie sein, sondern kann einfach auch eine Strategie sein für ein gutes Leben für alle in Europa. Ich glaube, das ist wichtig, jetzt ein wichtiger Moment, das zu pushen. Und ich finde, man sieht ja auch irgendwie, dass also so viele auch schlechte Beispiele, die es jetzt gibt mit Corona, dass ja auch einfach beispielsweise wie dass Städte autofrei werden und solche Ideen irgendwie fruchtbaren Boden finden oder dass Amsterdam beginnt mit der Donut Economy irgendwie zu arbeiten. Also ich glaube, ja, da gibt es schon so Ansätze, um das weiter. Ja. Auch in der Runde draußen noch ein Schlusswort, sonst würde ich Ihnen dann das letzte geben, bevor ich mich verabschiede. Ja, ich plädiere für eine selbstermächtigte Regionalität. Der Mensch, egal ob er jetzt in zentralen Städten lebt oder irgendwo am Land draußen, er ist, glaube ich, die wertvollste Währung, die wir haben, eingebettet in die Natur, dementsprechend auch eine Regelung diesbezüglich. Mit allen demokratischen Attributen, die wir versuchen weiter aufzubauen in eine direkte Art von Demokratie und eine Selbstbestimmung. Soweit möchte ich es belassen. Danke. Ja, coole Runde. Ich bin sehr froh, hierher gekommen zu sein. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Nur drei Ankündigungen. Ich habe es eh schon gesagt. Das eine ist über Pfingsten, wer Lust hat, diese Degrowth-Konferenz unter Degrowth Vienna. Ganz schnell findbar. Es ist kostenlos. Morgen beginnt von einer Gruppe, Sol heißt die, solidarischer Lebensstil und so, ein dreitägiges Symposium, immer von 16 bis 20 Uhr, immer vier Vorträge, wo es genau um diese Fragen auch geht, die wir hier weniger jetzt so Demokratie, aber Nachhaltigkeit diskutiert. Und dann habe ich noch ein paar Exemplare vom Südwind ausgelegt. Das ist so ein Schwerpunktheft zu diesem Thema Imprer Lebensweise. Wer sich das mitnehmen will, kann sich es gerne mitnehmen. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank an diese wunderbare Runde. Und ich bin sicher, wir werden mit unserer European Public Sphere noch mehrere Dome Talks mit Fridays for Future gemeinsam veranstalten. Vielen herzlichen Dank. Applaus